Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, wo ich gerade das Haus vom Day, naja, ich will nicht sagen bewundere, aber es brennt immer mehr. Jetzt hat es nicht nur Innenlava, jetzt hat es auch noch Außenlava. Ich glaube, die Golems sind auch schon hier vor Ort, um notdürftig das Feuer zu löschen. Was ein perfekter Übergang ist, denn heute wird es diabolisch, höllisch mit viel Lava, Flammen und Hölle und ja. Ja, hoffentlich genau. Nicht so viel Flammen, denn wir wollen mal wieder unten unser Unwesen treiben. Nachdem wir jetzt ein bisschen an der Außenmauer gebaut haben und ja nicht nur jede Folge hier weiterbauen wollen, wollen wir ein bisschen Abwechslung machen und der Spinne in den Arsch treten. Oh ja, das auch. Ja, nein, wir wollen in der Hölle... Jetzt komm aus dem Wasser raus, du blödes Vieh. So. Wir wollen in der Hölle eine Schienenstrecke bauen, damit wir an das hoch und heiß begehrte Tropenholz kommen. Tropenholz! Wo seid ihr eigentlich? Oder seid ihr schon unten? Ich bin bei mir im Haus. Ich auch noch, weil ich gerade höllenmäßig aus. Genau. Pfeil und Bogen hole ich gerade, damit wir so ein paar von diesen Viecher umschließen können. Ich habe noch 3 angefrackte Bogen. Yeah. Frackte Bogen, oh mein ich Gott. Ich habe einen verzauberten Bogen mit Stärke 2. Ach, meiner ist viel cooler, der kann maximal noch 3-mal schießen, ey. YOLO-Bogen. Mit Schlag 2 und Stärke 4. Ach, das ich kann ja jeder. Was. Weißt du, Robin Hood, ja, der... Ich glaube nämlich doch nicht, ich habe noch einen mit Unendlichkeit, dann brauche ich keine Pfeile. Ah, auch nicht schlecht. Oder wie ich war das nur hier, einen Chuck Norris würde ihn mit den Pfeilen bewerfen. Was? Chuck Norris würde Leute mit Bögen bewerfen, die würden dabei sterben. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Ich hab mir ja, er würde einfach in die Luft treten. Ah, ah, dann kommt so dieser Schockwellentritt. Wie ist dieser Film mit diesen ganzen alten Super hier Stars? Weißt du schon, was ich meine? Mit Chuck Norris und... Expendables. Expendables, oh, um Himmels Willen. Oder Chuck Norris macht einen Chuck Norris-Witz, mein Leben war komplett. Oh, ich glaube, die Kuh will mit. Ja, schieben wir sie mal in die Hölle. Schieben die Kuh in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Na los. Ich glaube, das brauchen wir aber eigentlich eine Treppe. Oh, ich habe eine Treppe dabei, oder? Moment, probier's mal. Ich habe auch eine Treppe. Moment. Komm, die ist doch schon drin, oder? Jetzt. Komm. Aber mach mal eine Treppe. Vielleicht auch. Ja, das schon. Moment, gleich ab. Oder muss man eine Leine holen? Das gibt's echt doch nicht. Das wird eine Höllenkuh. Mach es nicht schwerer, als es ist. Soll ich eine Leine machen? Nee. Oder? Ja. Nee. Ja, nee. Ja, bis der Day kommt, können wir nach. Bis der Day kommt, schieben wir diese Kuh jetzt hier rein. Und gleich da. Das gibt's doch nicht. Warte mal kurz, ich muss hier auch noch an den Seiten noch. Ah. Jetzt steht's ja noch. Ja, ja, die eine Seite noch. Das gibt's doch nicht. Beweg dich, du Dreckskuh. Schau mal, ich hab hier ein bisschen Schinken. Ah, jetzt hat. Oh, sie ist drin. Sie ist drin. Ich hab sie einfach nur einmal gehauen. Dann ist sie in die Hölle geflohen. Höllenkuh, ja, wir haben eine Höllenkuh. Jetzt müsste sie hier drin sein und so. Und enragen. Okay, lass mal sie jetzt hier. Oh. Irgendwo habe ich ja einen Fall gesetzt. Ah, genau, da ist der Fall. So. Und in diese Richtung. Wo ist denn hier ein Pfeil? Hier ist ein Pfeil. Auf der anderen Seite. Ach, das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil. Hilf doch mal ach, drauf. Ach ja, jetzt sehe ich's. Okay. Und hier bauen wir uns jetzt einfach durch. Wie hier das einfach durch? Geradeaus oder was? Geradeaus durch, ja. 500 Block. Das Problem ist, wir müssen extrem auf Lava aufpassen, weil die... Genau, hau ab, Dave. Dave. Das Beste war dieses, wir müssen extrem auf Lava. Das ist auch Lava. Okay, scheiße, ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Spitzhacken dabei. Ich hab meinen Diamantspitzhacke dabei. Ja, also, dann haut ihr und ich mach moralische Unterstützung. Ich brauch mal kurz erstmal die Daten. Wo sind wir denn gerade? Wir sind jetzt gerade auf 105. Aber ich sollte vielleicht nicht von oben nach unten bauen. Und 64, wobei es uninteressant ist. Und die 38. Gut. Und wir wollen uns jetzt praktisch gesehen... Wow. Immer der Day, der hier gleich seine 5 Blöcke da auf einmal anbaut. Ja, dieses Zeug hier, das hält ja nichts aus. Ich muss nochmal kurz an die Oberfläche. Ja, dann lasse ich dich mal das abbauen, weil irgendwie bist du gefühlte 50 Mal so schnell wie ich. Oh, was ist das hier? Ah, Erz. Never cross. Ach, die Kuh ist wieder in der richtigen Welt. Oh nein. Oh, sie ist uns entkommen. Sie ist entkommen. Oh, so, hier jetzt mal schauen. Hier sind wir jetzt schon durch, Day. Ja, genau. Also, Day. Ja? Wie war gleich nochmal das Verhältnis?
8. 8. 1 also zu 8, okay. Okay, also wir brauchen insgesamt 4000 Schritte ungefähr. Würde ich sagen, jetzt einfach mal. Das ist doch eine gute Zahl. Ja, und brauchen wir auf jeden Fall da Nähe. Und das heißt 4000 durch 8. Oh mein Gott, Mathe. Oh, jetzt habe ich 2 Monate Semester für. 500. Ja, ich wollte gerade sagen, also das also wollte gerade sagen, da war es einfach 40 durch 8. Das heißt, wir müssen insgesamt bei der Z-Koordinate auf knapp 530 kommen. Okay, Z-Koordinate ja. 530. Und wow, ist aber ein ganz schönes Stück hier auch. Ja. Und wiederum die. Ja. 500 Block, das geht. Und wir dann, wenn wir die Z-Koordinate erreicht haben, ich würde sagen, wir gehen jetzt die Z-Koordinate in geraden Winkeln an. Wenn möglich, dass wir nicht zu viele Haken machen müssen. Ich habe hier erstmal so einen Weg durch den Berg geschlagen. Ja, es gefällt mir halbwegs. Weil du wirklich hier nicht gerade gegangen bist, gut, dann hau ich mich jetzt gerade mal durch. Ja, sind die ganzen aber Zombies. Was wäre jetzt die Pfeilrichtung? Ja, ich weiß, die war aber nicht optimal. Was seid ihr denn jetzt also wieder hin? Wir bauen jetzt wieder woanders. Was? Ja. Nur auch bei dem so. Weg findet, ich habe mir zugebaut. Ich sehe eure Namen. Ah, das geht sogar ganz gut. Ja, das Zeug hält nichts aus. Ah. Das Zeug. Warte, ich setze Blöcke nach, ich hab genug von eben. Fabi, du musst hier Unterhaltung machen. Während des Hackens spricht es sich so schlecht. Okay, warte. Ach so, ich dachte, ich muss auch ein Musikinstrument spielen. Oh, Lava! Weg! Ich schaffe einen Block zu setzen. Lava! Ja, hau mal weg. Ich gehe nach vorne und mach das. Oh, was war da? So, ihr seid, ja, ich hab's gegen der Egal. Ach so, ich wollte gerade sagen, verdammt, was greift euch an? Das passiert schon mal. Oh, da vorne wird's hell. Ach nee, über uns wird's hell. Das ist Lava. Oh, sorry, Hau mir ruhig den Block und hau mir ruhig in die Lava rein, das ist kein Problem. Da ist aber jetzt kein Lava mehr. Nee. Ich hab die Quelle ausgeschaltet. Oh. Das war ich wieder. Herrlich, ist so schwer. Ordentlich zu hacken. Na. Ich schau über dir noch weg. Ja, passt du mir hier auf, dass wir nicht und noch Lava wegkommen. Ich mach hier moralisch oder ich irgendwo gehst. Stimmt, du kriegst ja die ganzen Blöcke jetzt, wenn ich über die weghaue. Ja, das ist super, irgendwann bin ich voll, mein Scheiß. Hey! Ja, ich glaube, ich höre auch den Gast. Das ist ganz gut, dass wir uns dann hier durchbauen. Oh! Gerade gehauen. Wir haben natürlich das Problem, dass wir kein Obsidian haben. Das heißt, wir können nicht mal das Portal aufstellen, um zu sehen, ob wir jetzt richtig sind oder nicht. Und mein Spitzhacke geht gerade rasant schnell kaputt, sehe ich. Was hat die denn überhaupt drauf? Ach, die hat eh nur Effektivität. Hier ist ja gerade einiges. Wieso funktioniert mein Bogen eigentlich nicht? Der hat unendlich 1 und ich kann nicht schießen. Er ist zu unendlich. Hat einer von euch einen Pfeil? Ja, mir habe ich. Moment. Spaß mir mal ein. Okay. Irgendwie kommt mir die Stelle hier bekannt vor. Hier. Okay. Oh, wo sind wir denn hier? Ah, stimmt, man braucht trotzdem, also trotzdem unendlich. Weg da, alle. Ich muss da bauen. Ja, ja. Warte, lass mich raus vorher, dann, Oh, nee, doch nicht. Ja, aha. Also man braucht trotzdem Endlichkeit ein Pfeil, um den zu aktivieren. Hier nicht bauen. Alle weg hier, ihr macht mir Angst. Ich will den Seelensand. Geh mal weg. Kann nichts an den Seelensand setzen. Interessant, den muss weg. Jetzt geht's. Bau ruhig unter mir, Fabi. Mach's gut. Und der Counter geht um 1 hoch. Ach, Menno. Die alte Regel beim Bauen, man baut nicht unter sich ab. Ja, ich dachte nicht, dass wir so hoch sind. Naja. So ein Dreck. Ein dritter Auge, meine Brüder. Es ist... Nein! ein Creeper! Ach, fuck, ey. Hä? Ernsthaft? Wir haben hier vorbeigelaufen und... Oh mein Gott. Mein Scheiß. Oh, Mann. Die Füße in der Hölle.
Ach, 28 Level wieder aufleveln, auch kacke, das wird wieder mal was im Off. Ja, ich hab 18. Aber ich bin ja bei Level 43. Ach, leck mich doch. Scheiß. Ah, die Gier nach Seelensand hat mich umgebracht. Mich hat ein verdammtes Loch, das nicht da war, umgebracht. Ich hab's jetzt idiotensicher gebaut. Ja, Umrandung und so. Das muss ich erst testen. Also wenn du springst, dann nicht. Also dann ist es nicht idiotensicher. Scheiße, so. Wieder aufsammeln. Ja, ich muss da irgendwie runterkommen. Ja, das schaffe ich schon, aber... War das hier? Ja. Oh, es fehlen eigentlich Fallschirme in diesem Spiel, ey. Ja, ich habe da keine Ahnung, wie ich hier runterkomme. Ah, du musst daran glauben, Fabi. Ja, ich glaube daran, dass ich da nicht runterkomme. Michelle, hier unten liegen wir, also ich zumindest. Ja, geht doch, das ist doch problemlos. Dave, komm mal kurz her. Das ist doch mit Sicherheit eine Spitzhacke, ich habe jetzt gerade keine eingepackt. Stimmt, hier drüben müssen wir einfach nur rüberbauen. Ja, ja. Ich habe gar nichts, aber wir müssen einfach nur hier... Siehst du, von wegen Idioten sicher, ich kann den Bock hier einfach weg. Einfach nur da rüberbauen, genau. So, jetzt komm mal runter. Passt schon, das Erste, der da runtergeflatscht müsstest du sein. Ja, ja, ich muss da weiter links liegen. Dann baue ich mal ein bisschen Seelensand während der Zeit ab. Oh, überlebe ich das? Ja. Das wär's jetzt. Ja, das war mein Zeug, genau. Ich habe meine Schaufel mitgenommen. Ah, hier liege ich. Du bist ja wirklich fast neben mir runtergeknallt. Ah, so in etwa. Mal schauen, ob ich alles habe. Hose. Jupp. Hast du noch einen Helm vielleicht von mir? Nee, ich habe gar nichts. Ich hatte auch nichts dabei. Ich bin ja hier nackt hingekommen. Okay. Hier liegt noch ein... Ach verdammt, nee. Seelensand baut sich gar nicht. Da liegt der Helm, noch. Hier, vor mir. Moment, wo bist du? Ah, da. So, genau, vor mir liegt der Helm. Na super, dann habe ich wieder alles. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder nach da oben kommen. Ja, bauen wir uns halt straight hoch, ne? Ja. Einfach von hier und... Und kann man nochmal runterspringen? Oh, bitte nicht. Ah. Mein Kotz. Yay! Da bin ich wieder. Uhu. Michelle, kann das sein, dass du dich genau unter die Brücke gebaut hast? Ja, und. Ja. Kann schon sein. Yay, wir leben wieder. Ich habe sogar 7 Level. Ich habe nur 11 verloren. Toll. Mann. Mann, Scheiß. Gut, oh. Jetzt wo wir in der Hölle sind. Oh, kommt hier wieder ein Loch direkt. Wo? Hey, wir sind jetzt schon bei fast 250. Also es geht echt schnell. Ich muss es testen, ob das Loch idiotensicher ist. Dave? Stell dich am besten vor mich, wenn ich hacken will. Dann, das bau ist am mal weiter, ich geh mal ein bisschen Obsidian in der Hölle abbauen. Nicht in der Hölle. In der richtigen Fabi, Welt abbauen. Geh mal weg, ich baue hier jetzt ab. Hinter dir. Okay. Ich wollte hier nur gucken, ob hier der Glowstone erreichbar ist. Denn draußen vor der Glowstone Stadt. Okay. Der Fabi sich die Füße. Füßeplatz, Skandal, da im Glowstone Bezirk, Skandal. Ja, ich glaube, ich komme dahin. Skandal um Fabi. Wenn ich gleich wieder aus zu hoher Höhe gefallen bin, dann kam ich zwar hin, aber nicht wieder zurück. Oh. Zurück in die Hölle. Ist aber auch echt tricky hier teilweise. Boah, das ist hier aber auch. Boah, hier unter uns ist übrigens gigantisch viel Lava. Okay. Höllenkuh. Hier gibt's halt Lavameere. Ah. Jetzt müsste ich das nur noch automatisieren, dass sich die Lava in die richtige Welt rüberpumpt und dann praktisch gesehen um deinen Hügel herum ergießt, oder? Genau, quasi. Ja, dachte ich mir schon. Oh Mann. Gut, dass das nicht funktioniert. Ja, nicht das mit... Das sagst du. Kannst theoretisch alles automatisieren mit den Standard-Tools. Ja, aber du kannst nichts von der Hölle in die richtige Welt transferieren. Nee, leider nicht. Yay, es regnet Glowstone. Glowstone, es regnet Alter, wir haben uns gefühlt aber auch die schlechteste Ecke rausgesucht, weil neben uns ist dieser verdammte Abgrund. Ach, heul nicht rum und bau weiter. Arche. Oh, verdammt. So. Wie viel Obsidian braucht man? 9 oder sowas, aber man hat über 12 mit. So. Oh. Oh, ich sehe euch da. Dave, guck mal über dich.
Oh. So. Diese Lava, die ist auch beeindruckend. Oh, schön. Wenn ich hier so einen Glowstone habe. Yay, jetzt ist gleich dunkler geworden. Ja. Der ist halt so Lava geil, das ist Wahnsinn. So, dann mache ich hier aber auch schon mal eine kleine Pause. Jetzt ist fast runtergefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Lava. Genau, Lava. Lava. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.